Hallo, wir sind zurück hier im Turnier in der Jägerliga. Ich würde sagen, wir probieren es natürlich gleich nochmal aus, hier noch irgendwie einen Kampf zu starten. Ich weiß natürlich nicht, was für Dinos wollen wir mitnehmen. Ich will natürlich auch nicht meine Besten mit ins Boot nehmen. Von daher würde ich sagen, probieren wir hier mit dreien aus und gucken einfach, was hier am Ende bei rauskommt. Klar, versprechen kann ich erstmal nichts, aber ich denke, wenn der Gegner nicht ganz so stark ist, haben wir vielleicht so ja eine reelle Chance. Also wie ihr sagt, ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. So, zwei Fleischfresser, ein Pflanzenfresser ist natürlich nicht so geil. Ich würde sagen, den ersten nehmen wir mit in die nächste Runde. Warten ab, was macht der Gegner? Greift er mit zwei an oder lässt das sein? So, dann nehmen wir gleich nochmal drei Schläge mit in die nächste Runde. Oh, der Kollege blockt erstmal zwei. Das ist für uns natürlich optimal. Jetzt greift er mit zwei an. Reicht das? Nö, das reicht nicht. So, dann würde ich sagen, greifen wir erstmal an. Hauen wir vier Rufen, nehmen zwei mit in die nächste Runde und kloppen natürlich mit unserem Pflanzenfresser den ersten Fleischfresser weg. Das ist natürlich absolut genial und ich glaube, somit können wir natürlich am Ende den Sieg nach Hause holen. Ich hoffe natürlich, dass der Gegner davon ausgeht, dass wir vielleicht zwei blocken. Macht er auch. So. So, haben wir fünf Rufen, nehmen ihn mit in die nächste Runde. Das heißt natürlich, den kloppen wir auch gleich mal weg. Das sieht sehr gut aus. Und dann haben wir natürlich nur einen Gegner hier am Start, der uns jetzt natürlich irgendwie gefährlich werden kann. Klar, punktetechnisch bzw. angriffstechnisch hat er sechs Schläge. Kann jetzt natürlich gut rinruppen. Haut drei rein und könnte jetzt maximal noch drei Schläge blocken. Das heißt natürlich, ich blocke selbst ihn und nehme vier mit in die nächste Runde. So, mit 5 Meter Ruf haut uns jetzt natürlich weg, aber im Endeffekt 3 kann er jetzt noch blocken. Von daher haben wir den Sieg so gut wie in der Tasche. Ich meine, zwei Schläge müssen nur durchkommen. Von daher denke ich, ist alles im grünen Bereich. Also den kloppen wir jetzt natürlich erstmal weg. So, dann sieht es gut aus. Dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal noch den nächsten Kampf. So, alles klar. Wie weit jetzt nach oben? Auf Platz Nummer 87 sind wir. Dann drehen wir hier erstmal nochmal am Rad und gucken natürlich, ob wir hier eventuell nochmal in den nächsten Kampf gehen können. Ich will natürlich wieder mal ein bisschen was anderes zocken, weil die Wahl. Wir haben natürlich noch ein fettes Event am Start und da will ich natürlich auch noch ein bisschen was abstauben. Von daher würde ich sagen, probieren wir hier erstmal aus. Nehmen als allererstes. Das ist natürlich nicht leicht. Ich würde fast sagen, nehmen wir den mit. Oder wir nehmen doch den mit, ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, dass der sinnvoller. Dann nehmen wir den mit. Und dann nehmen wir den mit. Und dann würde ich sagen, probieren wir mit denen dreimal aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da am Ende dabei rauskommt. Wir können es jetzt natürlich auch komplett anscheißen. Von daher, werden wir mal gucken, was hier am Ende geht. Den ersten Schlag nehme ich mit in die nächste Runde. Der wechselt erstmal seinen Dino, hat jetzt noch einen Schlag am Start. Und geht auch gleich mal mit einem Schlag hoch, alles klar. Dann wechseln wir unseren natürlich hoch erstmal und nehmen zwei Schläge mit in die nächste Runde. Müssen jetzt abwarten, was macht der Gegner jetzt? Wie agiert er? Okay, einen Schlag hat er noch. Geht aber erstmal nicht so wirklich ruf. So, dann nehme ich vier mit in die nächste Runde. Ich hoffe natürlich, dass wir uns da jetzt nicht anscheißen. Wenn der ein Dino wechselt und jetzt vollkommen angreift, könnten wir uns natürlich richtig anscheißen. Macht er aber nicht. Drei Schläge hat er noch. Gut, okay.
So, machen wir's. Ein Block da, 6, oh, insgesamt 5 Schläge kommen durch. Das heißt natürlich, den kloppen wir weg. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie geht's weiter. Wir haben natürlich den diversen Klassenvorteil. Trotzdem, ich sagen muss, wenn der mit 6 angreift, sind wir vollkommen am Arsch. Und so sieht's natürlich am Ende auch aus. Von daher, müssen wir mal gucken. So, einen Schlag kann er jetzt maximal noch blocken, alles klar. Aber ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall verkackt. Also ich glaube, den Kampf werden wir hier nicht gewinnen. Boah, das ist richtig mies, alte Scheiße. Ich probiere einfach aus, ich weiß nicht, ob er ihn blockt. Der blockt nämlich keinen, habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir hier keine guten Karten. Ich meine, der Gegner hat 5 Schläge und kommt jetzt auf alle Fälle mit 4 Schläge durch. Das heißt natürlich, Alter, damit sind wir am Arsch, würde ich sagen. Wow, bittere Kiste, dumm gelaufen. Also wie gesagt, ich wollte zwar einen Sieg nach Hause holen, aber am Ende hat's natürlich nicht gereicht. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht den ein oder anderen Tipp für mich? Wenn ja, tackert es auf alle Fälle mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall eine richtig noble Sache von euch. Also wie gesagt, das war ein bisschen mies für mich. Ich würde sagen, wir gehen hier auf alle Fälle nochmal in den Kampf und gucken auf alle Fälle, ob wir hier vielleicht noch einen Sieg nach Hause holen. Ich will jetzt natürlich nochmal ein fettes Team mit in den Kampf nehmen. Nehmen die drei einfach mal mit. Und dann gucken wir einfach mal, welcher Gegner hier auf uns wartet. Ob wir vielleicht den nächsten Sieg nach Hause holen oder ob wir jetzt wie gerade eben auch wieder einen vor den Deckel kriegen. Weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, erstmal sieht es relativ gut aus für uns. So, den ersten nehme ich mit in die nächste Runde. Dann würde ich sagen, nehmen wir die drei Ogre nochmal mit. Blocken wir 2 und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Oh, der Gegner hat 7, wird mit Sicherheit jetzt komplett angreifen. Das habe ich mir gedacht, aber vielleicht ist das für uns auch eigentlich relativ gut, weil wir wissen, der Gegner kann jetzt nicht mal mehr einen Schlag blocken. Das ist für uns natürlich absolut genial, weil ich glaube, wir müssen eigentlich nur insgesamt einen Schlag investieren, können 3 blocken und nehmen 4 Schläge mit in die nächste Runde. Von daher denke ich, haben wir alles richtig gemacht, müssen jetzt natürlich abwarten. Wie geht's weiter? Warten macht der Gegner jetzt, hat jetzt natürlich einen Angriff von 99, aber ich glaube, im Endeffekt kann ja auf jeden Fall nicht so wirklich was anbrennen. Ich meine, wir haben 3 Schläge geblockt, von daher ist alles soweit im grünen Bereich. Dann haben wir natürlich erstmal 1, 2, 3, 4 Schläge rauf, nehmen 4 mit in die nächste Runde. Der Gegner blockt 3, das heißt natürlich, ein Schlag kommt nur durch, ist natürlich nicht ganz so geil, aber im Endeffekt denke ich trotzdem, dass es gut aussieht. Hauen wir 4 ruf, nehmen 4 mit in die nächste Runde, 3 blockt er. Das heißt natürlich, wir kommen wieder mal komplett durch und haben jetzt natürlich nur noch einen Gegner am Start, wo ich natürlich OW ist, angriffstechnisch. Hat er ein paar Schläge in der Tasche. 6 Stück, aber ich glaube, das reicht am Ende nicht so wirklich. So sieht's aus, wir können natürlich alle Truffer und was wir haben, 2 kommen auf alle Fälle durch. Von daher haben wir den Sieg in der Tasche und natürlich jetzt wieder mal ein bisschen weiter nach oben. Da bin ich natürlich auch gespannt, wie weit es nach oben geht. Ich hoffe natürlich, dass wir im Endeffekt dann hier in der nächsten halben Stunde auf jeden Fall in der Liga bleiben und nicht noch irgendwie ein bisschen abschmieren. Also ich meine, so eine Probleme hatte ich natürlich schon des Öfteren in letzter Sekunde. Von daher hoffe ich diesmal natürlich, dass es ein bisschen besser wird, beziehungsweise dass es besser
Meister bleibt. So, dann drehen wir hier nochmal in der Jägerliga am Rad. Gucken natürlich, was gibt es hier? Wow, 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 wow. Ja, dreh weiter, dreh weiter, dreh weiter. Sehr schön. Das sehr seltene Paket haben wir hier gleich nochmal. Würde ich sagen, sammeln wir hier alles ein, den Kanotaurus. Nehmen wir mit und dann sind wir eigentlich für heute auch erstmal wieder so weit durch. Könnten natürlich noch gucken, ob wir hier eventuell den ein oder anderen Dino natürlich noch in unser Kammer rinschmeißen, um den natürlich auszubrüten. Von daher würde ich sagen, legen wir damit doch erstmal los, den Diplodocus. Jo, das machen wir. Klatschen den gleich noch ein zweites Mal mit drin, würde ich fast sagen. Und haben dann erstmal für heute alles soweit erledigt. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.